Zwischen Juni 1941 und Februar 1942 stießen das Dritte Reich und die Sowjetunion in einem titanischen Kampf aufeinander, der den Verlauf der Geschichte ändern sollte. In der Schlacht um Russland versuchte die deutsche Wehrmacht, die bestausgebildete und erfolgreichste Militärmaschine der Welt, die Rote Armee zu zerschlagen und für Deutschland ein riesiges Ostreich zu gewinnen. Der Zusammenstoß entfaltete ein noch nie erlebtes Ausmaß an Gewalt. Angefangen mit der deutschen Invasion und auf dem Höhepunkt der Schlacht um Moskau wurden mehr Soldaten, Panzer, Geschütze und Flugzeuge in das Inferno geworfen als in jeder anderen früheren Schlacht. Da beide Seiten von skrupellosen Diktatoren geführt und beide Armeen von einer gnadenlosen Ideologie angetrieben wurden, wurde der Krieg mit einer barbarischen Brutalität geführt, die bis dahin unvorstellbar gewesen war. Adolf Hitler wollte mit dem Russlandfeldzug einen Sieg erringen, wie ihn die Geschichte der Kriegführung noch nicht erlebt hatte. In Wirklichkeit führte er Deutschland in die Katastrophe. Statt blitzschneller Eroberung marschierte die Wehrmacht in eine furchtbare Niederlage. Eine Niederlage, die den Anfang vom Ende des Hitlerreichs markierte. Am 23. August 1939 unterzeichneten Nazi-Deutschland und die Sowjetunion in Moskau einen Vertrag, der die Welt schockierte. Das Dritte Reich, das sich den Hass gegen den Kommunismus auf die Fahnen geschrieben hatte, erklärte sich zur Zusammenarbeit mit Stalins Diktatur einverstanden. Es war ein Nicht-Angriffspakt, auf dessen Grundlage dann riesige Mengen an sowjetischen Lebensmitteln, Öl und Bodenschätzen gegen deutsche Fertigwaren ausgetauscht wurden. Es gab aber auch ein geheimes Zusatzprotokoll, in dem Deutschland und Russland ihre Einflusssphären in Osteuropa aufteilten, in denen sie sich nicht in die Angelegenheiten des anderen einmischen würden. Für Adolf Hitler kam der Vertrag gerade rechtzeitig. Schon war der Truppenaufbau an der polnischen Grenze im Gang und er brauchte die absolute Garantie, dass die Sowjets bei einer Invasion stillhalten würden. 8 Tage nach der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes stürmten die deutschen Armeen über die polnische Grenze. Für die Polen, die angesichts der überwältigenden deutschen Überlegenheit verzweifelt um ihre Existenz kämpften, wurde der Hitler-Stalin-Pakt bald zur furchtbaren Realität. 2 Wochen nach Beginn der Invasion marschierte die Rote Armee in Ostpolen ein. Unter deutscher Duldung rissen die Sowjets mehr als die Hälfte des Landes an sich. Nur wenige Tage nach Beginn des deutschen Angriffes auf Polen hatten Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg erklärt. Für Josef Stalin war es ein Gefühl großer Genugtuung, wenn die westeuropäischen Großmächte übereinander herfielen. Es war eine unschätzbare Gelegenheit, noch mehr Territorium an sich zu reißen, ohne sich um die Außenwelt sorgen zu müssen. Stalin, der unbedingt seine Nordflanke stärken wollte, verlangte von Finnland den Abtritt strategisch wichtiger Gebiete. Die Finnen weigerten sich und so traten am 30. November 1939 29 Divisionen der Roten Armee zur Offensive über die finnische Grenze an. Die sowjetischen Truppen waren in 5 Armeen gruppiert.
Im Süden führten die 7. und 13. Armee den Hauptschlag über die karelische Landenge. Zum Erstaunen der Welt brachten die Finnen den sowjetischen Vorstoß zum Stehen. Im Norden schnitt die sowjetische 14. Armee den Arktikhafen Petsamo ab, ein strategisch wichtiges Nickelbergbaugebiet. In der Mitte aber mussten die Sowjets demütigende Niederlagen einstecken. Die kostspieligste, als die durchgebrochene 9. Armee eingekesselt und vernichtet wurde. Der sowjetisch-finnische Winterkrieg dauerte 4 Monate, in denen die nur 9 Divisionen starke finnische Armee mit Geschick und außerordentlicher Entschlossenheit kämpfte. Das Terrain, ein unzugängliches Land mit Seen und Wäldern, wirkte sich vorteilhaft für die Verteidiger aus. Und erst als die Sowjets weitere 11 Divisionen, mehr Panzer und mehr Flugzeuge heranführten, gelang der Roten Armee ein größerer Durchbruch. Im März 1940 war die finnische Regierung gezwungen, Friedensverhandlungen aufzunehmen. Die Rote Armee, die 1 Million Soldaten in den Feldzug geworfen hatte, bezahlte den finnischen Krieg mit fast 200.000 Toten. Der wirkliche Schaden war aber noch größer. In den Augen der Welt hatten sich die sowjetischen Streitkräfte als Koloss mit tönernen Füßen erwiesen, inkompetent und absolut ineffektiv. Weniger als einen Monat nach dem Ende des sowjetisch-finnischen Krieges begann Hitler seinen eigenen Eroberungsfeldzug in Skandinavien. Am 9. April wurden Norwegen und Dänemark in einer kombinierten Operation von Heer, Marine und Luftwaffe überfallen. Die Invasion wurde mit rücksichtsloser Effizienz geführt. Die Deutschen hatten die absolute Luftherrschaft und trotz der Interventionen der britischen Royal Navy und einer franco-britischen Expeditionstruppe waren innerhalb von Wochen ganz Dänemark und der Großteil Norwegens in deutscher Hand. Die schlimmsten Schläge standen den Westalliierten aber noch bevor. Am 10. Mai 1940 begannen 7 deutsche Armeen, angeführt von mächtigen Panzerverbänden, ihre Invasion Frankreichs und der Benelux-Staaten. Für den Westfeldzug hatten sich die Deutschen in 3 Heeresgruppen formiert. Die in der Mitte operierende Heeresgruppe A erhielt den Großteil der Panzerverbände. Der Wehrmacht standen die Armeen Belgiens und der Niederlande gegenüber, sowie 3 französische Heeresgruppen und ein höchst mobiles britisches Expeditionsheer. Im Norden stürmte die Heeresgruppe B durch Holland und Nordbelgien und zwang damit Franzosen und Briten nach Norden zu marschieren und sich ihr entgegenzustellen. In der Mitte umging die Heeresgruppe A mit ihren starken Panzergruppen die Befestigungen der Maginot-Linie, durchbrach die dünnen französischen Verteidigungslinien und stieß ins Landesinnere. Die Panzer schwenkten dann Richtung Norden und fuhren bis zur Kanalküste. Am 27. Mai saßen die meisten der besten Divisionen der Alliierten und fast all ihre beweglichen Verbände in einem riesigen Kessel in der Falle. Am 5. Juni war der Kessel so gut wie ausgeschaltet. Und die Briten waren aus Dünkirchen evakuiert worden. Nun wandten sich die Deutschen dem Süden zu.
Und schon 4 Tage später erreichte die Heeresgruppe B die Seine unterhalb von Paris. Heeresgruppe A brach am 12. Mai durch und kesselte zusammen mit der Heeresgruppe C die französischen Verbände hinter der Maginot-Linie ein. Da die Franzosen sich im ganzen Frontverlauf zurückzogen, nahm die Regierung am 17. Juni Friedensverhandlungen auf. In weniger als 6 Wochen hatte Deutschland 4 Länder und ein Gebiet von über 600.000 Quadratkilometern erobert. Am 22. Juni unterzeichnete die französische Regierung den Waffenstillstand, der Hitler als Beherrscher Westeuropas bestätigte. Der Erfolg des Feldzugs hatte seine kühnsten Träume übertroffen. Aber während seine Generäle sich auf ihre Marschallsstäbe, auf ihre Güter und ungeahnte Beute freuten, waren Hitlers Gedanken schon ganz woanders. Er hatte den deutschen Einflussbereich ungeheuer ausgeweitet, aber ein grundlegendes strategisches Problem blieb ungelöst. Um die deutsche Militärmaschine in Gang zu halten, brauchte das Reich Öl, Rohstoffe und Lebensmittel. Und weder Deutschland noch die eroberten Gebiete konnten die in ausreichender Menge liefern. Hitler machte sich Sorgen, dass Deutschland schon von den riesigen Importmengen aus der Sowjetunion abhing und dass kein Mensch sagen konnte, wie lange er noch darauf rechnen konnte. Und Russland hatte ein weiteres Mal das deutsche Engagement im Westen zu seinen Gunsten ausgenutzt. Die Sowjets hatten im September 1939 bereits Ostpolen und im folgenden Winter finnische Gebiete an sich gerissen. Und diesen fügte Stalin jetzt noch die Baltenstaaten Litauen, Lettland und Estland hinzu. Im Juni 1940 wurden sie zu Bestandteilen der Sowjetunion erklärt, was automatisch den deutschen Handel in der Ostsee bedrohte. Hitler konterte mit einem Vertrag mit Finnland, der deutschen Truppen das Aufenthaltsrecht auf finnischem Boden gab. Der sowjetische Expansionstrieb machte sich als nächstes im Süden bemerkbar. Rumänien wurde aufgefordert, Bessarabien und die Nordbukowina abzutreten. Und am 27. Juni wurden diese Territorien von der Roten Armee besetzt. Rumänien war Deutschlands wichtigster Öllieferant und die Sowjets hatten jetzt in unmittelbarer Angriffsreichweite starke Truppen massiert. Hitler reagierte mit der Verlegung starker Formationen nach Polen und später sollte er eine Reihe von Verträgen abschließen, die ihm die Entsendung deutscher Truppen nach Rumänien, Ungarn und Bulgarien erlaubten. Während Deutschland und die Sowjetunion einander auf dem Balkan und im Ostseeraum auszustechen versuchten, bereitete Hitler ein Problem im Westen noch große Kopfschmerzen. Großbritannien gab sich nicht geschlagen. Das Heer hatte unter Zurücklassung fast aller schweren Waffen aus Frankreich fliehen müssen. Aber der neue Premierminister Winston Churchill ließ sich nicht auf Verhandlungen ein. Er erklärte nicht nur, dass die Briten bis zum Ende kämpfen würden, sondern er startete auch eine diplomatische Initiative, die Sowjetunion gegen Deutschland wenden sollte. Stalin hatte freilich nicht die geringste Absicht, sich in einen Krieg ziehen zu lassen, der nur dem kapitalistischen Westen nutzen konnte. Die britische Annäherung wurde zurückgewiesen. Als
Als Hitler nach seinem triumphalen Frankreich-Feldzug wieder nach Berlin zurückkehrte, hatte er sich bereits entschieden, die Sowjetunion anzugreifen und zu erobern. Der Hass gegen Juden, Kommunisten und Slawen bildete die ideologische Grundlage der NSDAP. Und er war überzeugt, dass die Sowjetunion Teil der jüdischen Weltverschwörung war. Nun bot sich die einzigartige Gelegenheit, seine ideologischen und rassischen Feinde zu zerstören. Gleichzeitig konnte er für Deutschland die Ressourcen und den Lebensraum gewinnen, die für viele Generationen die Existenz des Reichs sichern würden. Hitler wurde von zwei großen Ängsten geplagt. Die erste war, dass die Sowjetunion, die bereits ein riesiges Aufrüstungsprogramm begonnen hatte, bald so gut für den Krieg vorbereitet sein würde, dass die Chance eines erfolgreichen deutschen Angriffes für immer dahinschwinden würde. Die zweite war die Möglichkeit einer Allianz zwischen der Sowjetunion, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Eine Allianz, die die schwachen Ressourcen Deutschlands niemals würden besiegen können. Hitler kam zu dem Schluss, dass die einzige Überlebenshoffnung des Reiches in der völligen Vernichtung der Sowjetunion lag. Dafür stand ihm aber allerhöchstens ein Jahr zur Verfügung. Am 31. Juli 1940 gab Hitler vor seinen militärischen Befehlshabern bekannt, dass er Russland spätestens im Sommer 1941 anzugreifen gedenke. Die Generäle protestierten, dass sich Deutschland angesichts der immer noch feindseligen Haltung Großbritanniens der Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges aussetze. Hitler wischte diese Befürchtungen beiseite. Er hatte das Fiasko der Roten Armee in Finnland mitverfolgt und prophezeite, man müsse nur die Tür eintreten und das ganze verrottete Gebäude breche zusammen. Josef Stalin hatte seine unumstrittene Machtposition in der Sowjetunion seit 1928 mit den heimtückischsten und rücksichtslosesten Mitteln behauptet. Jeder, der nur die geringste Bedrohung seiner Autorität darstellte, wurde umgebracht. 1937 hatte er den sowjetischen Streitkräften seine Aufmerksamkeit zugewandt. In einer umfassenden Säuberung ließ Stalin alle 11 stellvertretenden Verteidigungskommissare hinrichten. 3 von 5 Feldmarschällen, dazu 13 der 15 Heereskommandeure und Zehntausende von Offizieren der mittleren und unteren Ränge. Viele weitere wurden in Arbeitslager geschickt. Stalin ersetzte die hingerichteten Oberbefehlshaber durch Kameraden aus den Bürgerkriegsjahren, wie unfähig sie auch immer gewesen sein mögen. Und innerhalb eines Jahres hatte der Diktator die Armee fest in seinem persönlichen Griff. 1940 hatte die Demütigung durch die Finnen Stalin von der dringenden Notwendigkeit einer Reform der sowjetischen Streitkräfte überzeugt. Die unglaubliche Geschwindigkeit des deutschen Sieges über Frankreich hatte die Dringlichkeit der Aufgabe nur noch zusätzlich unterstrichen. Aber nach der Ausschaltung von so vielen der fähigsten russischen Kommandeure kam das Projekt nur langsam und stockend voran. Obwohl sich Stalin große Sorgen über die deutschen Absichten machte, war er sicher, dass Hitler die Sowjetunion so lange nicht angreifen würde, wie Großbritannien noch kämpfte. Der Führer würde Druck anwenden, um seine Ziele zu erreichen, aber vor einem Krieg zurückschrecken, es sei denn, er wurde provoziert. Stalin, der sich mit Männern umgeben hatte, die es nicht wagten, sein Urteil in Frage zu stellen, glaubte bis zum Tag des deutschen Angriffes daran, dass die deutsche Gefahr nicht mehr als ein Riesenbluff war. Schnelligkeit musste der Schlüssel zu einem deutschen Sieg über die Sowjetunion sein.
Hitler bestand darauf, dass die im Westen stehenden sowjetischen Kräfte innerhalb von 10 Wochen nach dem Beginn der Invasion zerschlagen werden müssten. Der Feldzug musste dann innerhalb von 17 Wochen zu Deutschlands Gunsten entschieden sein. Der Grund dafür war nicht allein der gefürchtete russische Winter, sondern auch die unausweichliche Tatsache, dass Deutschland nur genug Treibstoff, Munition und Nachschub für einen schnellen und entscheidenden Feldzug hatte. Die Zeit war der alles entscheidende Faktor. Von Anfang an mussten die deutschen Planer ein großes natürliches Hindernis in ihrer Planung berücksichtigen, das jeden direkten Vorstoß in die Sowjetunion versperrte. Die Pripjet-Sümpfe waren ein riesiges Gebiet aus Mooren und Wäldern, 250 Kilometer lang und 500 Kilometer tief. Die Planung ging davon aus, dass die sowjetischen Verteidiger sich auf 2 Blöcke konzentrieren würden, getrennt durch die Pripjet-Sümpfe mit einer Reserve um Moskau. Die deutsche Offensive mit dem Decknamen Otto sollte mit 3 Heeresgruppen geführt werden. 2 nördlich der Sümpfe und 1 südlich davon. Der Heeresgruppe Mitte sollte die wichtigste Aufgabe zukommen. Ein direkter Vorstoß Richtung Moskau, ins Herz des sowjetischen Systems. Die Heeresgruppe Nord sollte auf Leningrad vorstoßen, was nicht zuletzt ein wichtiges Zentrum der Rüstungsproduktion war. Die Heeresgruppe Süd sollte aus Südpolen und Rumänien in Richtung Kiew marschieren. Wenn alle 3 Heeresgruppen tief ins Landesinnere vorgestoßen waren, sollten die Gruppen Nord und Süd nach innen schwenken und sich mit der Heeresgruppe Mitte für den Schlussangriff auf Moskau vereinigen. Die Bedrohung Moskaus würde die Überreste der Roten Armee ins Feld ziehen und ihre völlige Vernichtung garantieren. Obwohl das Oberkommando des Heeres seinen Plan sorgfältig über 4 Monate entwickelt und in Planspielen getestet und verfeinert hatte, war Adolf Hitler keineswegs zufrieden. Ihn belastete das Schicksal Napoleons, dem die Einnahme Moskaus gelang, der aber die russische Armee nicht zerstört hatte. Hitler erklärte die sowjetische Hauptstadt für unwichtig. Anfang Dezember änderte Hitler den Operationsplan von Grund auf. Sein neuer Plan erhielt den Decknamen Operation Barbarossa. Hitler verlangte die Vernichtung der Roten Armee westlich einer Linie zwischen den Flüssen Dnieper und Düna. Sein Plan hatte in erster Linie den Zweck, den Feind am Rückzug in das Landesinnere zu hindern. Wie im alten Plan sollte die Heeresgruppe Nord-Leningrad einnehmen. Die Heeresgruppe Mitte sollte einen Durchbruch Richtung Minsk und Smolensk erzwingen. Im neuen Plan bestand ihre Hauptaufgabe aber darin, die Rote Armee im Norden zu vernichten. Dies sollte durch 2 Zangenoperationen geschehen. Die eine um Minsk und die zweite in den Baltenstaaten. Die Baltenoffensive würde ihr Ziel mit der Einnahme Leningrads erreichen und damit der Wehrmacht wichtige Nachschubhäfen für die Offensive verschaffen. Unterhalb der Pripjet-Sümpfe sollte die Heeresgruppe Süd geradewegs auf die Dnieper bei Kiew vorstoßen und dann am Fluss entlang in südöstlicher Richtung marschieren, um einen sowjetischen Rückzug zu verhindern. Die Sowjets sollten im Rücken angegriffen und vernichtet werden.
Die Heeresgruppe Süd würde dann nach Osten schwenken und auf das industrialisierte Donezbecken und die Ölfelder des Kaukasus vorstoßen. Erst wenn die Masse der Roten Armee in den großen Kesselschlachten zerstört war, sollten die Angreifer der Einnahme Moskaus ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Nach der Vernichtung der russischen Reservearmeen und dem Fall der sowjetischen Hauptstadt wäre die nächste Phase die Errichtung einer deutschen Verteidigungslinie, die von Archangel bis zur Wolga reichen sollte. Die letzten noch verbleibenden Industriegebiete östlich der Wolga und jenseits des Ural wären nun in leichter Reichweite der deutschen Luftwaffe und würden durch Bomben vernichtet. Ohne eine industrielle Basis wären die Sowjets auf absehbare Zukunft nicht mehr in der Lage, wirksamen Widerstand zu leisten. Der Erfolg der Operation Barbarossa hing von den Leistungen der Panzerverbände ab, die die Spitze jedes Angriffs bildeten. Die Männer, die die Panzergruppen anführten, waren aber ausgesprochen unglücklich über den Plan. Heinz Guderian, der Taktiker, der den größten Beitrag zur Entwicklung des deutschen Panzerkrieges geleistet hatte, plädierte für einen kühneren Plan. Die Panzer sollten ohne jegliche Begleitung und nur versorgt aus der Luft tief in die Sowjetunion hineinstürmen, vielleicht bis nach Moskau, und so die sowjetische Verteidigung völlig lahmlegen. Die Vernichtung der überrollten Feindverbände konnte dann der später folgenden Infanterie überlassen werden. Hitler und seine Befehlshaber, fast durchweg gelernte Infanteristen oder Artilleristen, wollten von Guderians Plan nichts wissen. Die Panzer sollten nicht viel tiefer als ein paar hundert Kilometer auf sowjetischem Gebiet klassische Kesselschlachten fechten. In der Anfangsphase unterstanden die Panzer sogar Generälen der Infanterie. Die Panzerführer, die größten Erfolgsträger der bisherigen Feldzüge, sollten die ehrgeizigste Offensive in der Geschichte des Dritten Reiches mit gebundenen Händen beginnen. Seit Beginn des Kriegs in Europa hatte die Sowjetunion riesige Vorräte an Lebensmitteln, strategischen Metallen und Öl angelegt. Gleichzeitig wurden zunehmend Teile der sowjetischen Industrie in die relative Sicherheit hinter dem Ural verlegt. Stalin ignorierte aber jeglichen Rat, auch die strategischen Vorräte weiter nach Osten zu verlegen. Diese Meinungsverschiedenheiten waren Teil eines umfassenderen Disputs zwischen Stalin und seinen militärischen Planern. Wo sollten die sowjetischen Truppen das Land verteidigen? An der Westgrenze oder auf rückwärtigen Positionen in Russland? In den 30er Jahren bildete die sogenannte Stalin-Linie das Rückgrat der sowjetischen Verteidigung, die aus einer Serie befestigter Gebiete bestand. Ihre bestausgerüsteten Abschnitte waren die im Norden, die zwischen den Pripjet-Sümpfen und der oberen Dniester, und diejenigen, die die Zugangswege zu wichtigen Städten im Grenzgebiet schützten. Leningrad, Pleskau, Smolensk, Kiew, Korosten und Odessa. Das System konnte jedem Angreifer größte Schwierigkeiten bereiten und beherbergte die Hauptverbände der Roten Armee, zusammen mit ihren Nachschubdepots und ihren Ausbildungsgebieten.
bis und ihren Ausbildungsgebieten. Bis 1941 hatte aber die sowjetische Expansion in Polen, den Baltenstaaten und Rumänien dazu geführt, dass die Verteidigungswerke der Stalinlinie weit östlich der sowjetischen Grenzen lagen. Stalin bestand jetzt darauf, dass die Rote Armee nach Westen verschoben wurde und Stellungen an der neuen Grenze bezog. Damit musste sie Befestigungen und Nachschublager weit hinter sich lassen. Stalins Bestehen auf einer vorgeschobenen Verteidigung war vielen russischen Befehlshabern alles andere als recht. Sie fürchteten, dass sie bei einem möglichen deutschen Angriff zu schnell von Zangenbewegungen ausmanövriert werden könnten. Für den Bau neuer Verteidigungsanlagen stand nur wenig Zeit zur Verfügung. Und die Kommunikationslinien der Armee zu ihren rückwärtigen Stützpunkten waren gefährlich lang geworden. Im rückwärtigen Raum hinter der Grenze standen noch keine ausreichenden beweglichen Kräfte, die gegen einen möglichen deutschen Durchbruch geworfen werden konnten. Stalin aber hatte ganz andere Pläne. Er hoffte, er könne vielleicht noch einmal in Finnland einfallen oder noch mehr Territorium auf dem Balkan an sich reißen. Unterdessen wurde von der Roten Armee erwartet, dass sie die Sowjetunion auf einer Linie verteidigte, die kaum mehr war als ein unvollkommenes Grabensystem. Walter von Brauchitsch war 1938 von Hitler zum Oberbefehlshaber des Heeres ernannt worden. Er war ein kompetenter, aber keineswegs brillanter Soldat und eher wegen seiner politischen Gefügigkeit als seiner soldatischen Fähigkeiten berufen worden. Gleichzeitig wurde die einst so mächtige Position des Oberbefehlshabers abgewertet und immer mehr zum Instrument für Hitlers Befehle degradiert. Obwohl Brauchitsch die operative Leitung der Feldzüge in Polen und im Westen hatte, bestimmte er bei der Art und Weise, wie der Krieg als Ganzer geführt wurde, eigentlich nicht mit. Bei einer Gelegenheit versuchte Brauchitsch, sich Hitler zu widersetzen. Bei der Vorbereitung des Frankreich-Feldzugs kritisierte er die logistische Seite des Plans und wurde dafür scharf getadelt. Hitler machte die Demütigung noch schlimmer, als er sein Rücktrittsgesuch ablehnte. Als die Operation Barbarossa entworfen wurde, äußerte Brauchitsch Zweifel an der Fähigkeit der Luftwaffe, gegen Großbritannien und Russland gleichzeitig zu kämpfen. Hitler brachte ihn sofort zum Schweigen, und als Brauchitsch einen direkten Vorstoß auf Moskau unterstützte, wurde ihm entgegengehalten, nur ein versteinertes Gehirn könne sich einen solchen Plan ausdenken. Für den gedemütigten Brauchitsch war dies der letzte Versuch, Hitlers Plan zu kritisieren oder die professionelle Unabhängigkeit des deutschen Heeres zu verteidigen. Georgi Zhukov war im Ersten Weltkrieg in die russische Armee eingetreten und dann 1918 in die Rote Armee. Dort war er schnell durch die Ränge aufgestiegen. Als Kommandeur war er rücksichtslos und ein harter Antreiber mit keinerlei Toleranz für die Schwächen seiner Untergebenen. Seinen Ruf schuf er sich im russisch-japanischen Krieg von 1939 in der Mongolei. Dort errang er seine Siege durch die Durchsetzung engster Kooperation zwischen Artillerie, Panzern und Infanterie und durch seine völlige Missachtung von Verlusten. Im Januar 1941 hatte Zhukov an großen Planspielen teilgenommen, die von Verteidigungskommissar Marschall Timoschenko überwacht wurden.
Zhukov hatte die Truppen kommandiert, die die Deutschen repräsentierten. Ihm war es dabei gelungen, die sowjetische Grenzverteidigung zu vernichten und tief auf sowjetisches Gebiet vorzudringen. Anschließend feuerte Stalin seinen Generalstabschef und ernannte Zhukov zu seinem Nachfolger. Wie praktisch alle sowjetischen Kommandeure bekannte sich Zhukov zu der Maxime, dass der Angriff die beste Verteidigung war und dass man dazu Raum für Bewegung brauchte. Stalins Plan einer vorgeschobenen Verteidigung der Westgrenze lehnte er entschieden ab und wollte starke Verbände im Landesinneren in Reserve halten. Obwohl Zhukov einer der wenigen Kommandeure der Roten Armee werden sollte, die bereit waren, dem Diktator offen zu widersprechen, wagte er es diesmal nicht, seine Argumente mit allzu viel Entschiedenheit zu vertreten. Nachdem er sich für die Invasion Russlands entschieden hatte, hatte Hitler eine große Ausweitung der Wehrmacht befohlen. Bei Beginn der Operation Barbarossa war die Stärke des Heeres auf fast 4 Millionen Mann in über 200 Divisionen gestiegen. Die Qualität der Truppe hatte sich aber nicht im gleichen Maße erhöht. Auf Hitlers Anordnung war die Zahl der Panzerdivisionen von 10 auf 20 verdoppelt worden. Es war aber typisch, dass dieser Befehl ohne Berücksichtigung der Frage ergangen war, wo die zusätzlichen Panzer herkommen sollten. Das Ergebnis war, dass die Zahl der Kampfwagen in jeder Division um mehr als ein Drittel zurückging, auf einen Durchschnitt von 160 Panzern. Dieser Rückgang konnte auch nicht durch größere Zahlen der neuen, schwereren Modelle ausgeglichen werden. Mehr als die Hälfte der für Barbarossa verfügbaren Maschinen waren Panzer 1 und 2 und tschechische 38er. Leichte Panzer, die für den Einsatz in einer Panzerdivision nie konzipiert worden waren. Auch an Versorgungsfahrzeugen herrschte großer Mangel. Jede Panzerdivision brauchte fast 3000 LKWs, die Infanterie, Treibstoff und anderen Nachschub transportierten. Auch die neu gebildeten motorisierten Infanteriedivisionen benötigten Lastwagen und Hitler hatte keine Vorkehrungen für eine Erhöhung der Produktion getroffen. Viele Einheiten wurden mit Beutefahrzeugen ausgestattet, vorwiegend aus Frankreich, die viel weniger robust waren als die deutschen Typen. Auch bei den Reifen lagen die Vorräte 50% niedriger als notwendig. Das deutsche Heer war so weit davon entfernt, eine mechanisierte Kampftruppe zu sein, dass die Infanteriedivisionen ihr Material auf 625.000 Pferden in die Sowjetunion schleppten. In Polen und im Westen hatte die Luftwaffe eine Schlüsselrolle in der Erdkampfunterstützung gespielt. Die deutschen Flugzeuge hatten der Infanterie Feuerschutz gegeben, die Kommunikationen des Feindes gestört und Truppenkonzentrationen und befestigte Stellungen bombardiert. Dieses Mal war keineswegs gewiss, dass die Luftwaffe auch nur annähernd so viel leisten konnte. In der Luftschlacht um England war der Luftwaffe böse mitgespielt worden. Und für den Russlandfeldzug standen ihr nicht mehr Maschinen zur Verfügung, als sie 1940 gegen Frankreich eingesetzt hatte. Unterdessen war ein Drittel der verfügbaren Maschinen dringend wartungs- oder reparaturbedürftig. Der Kampfpanzer III war 1937 als Hauptstütze der deutschen Panzerdivisionen entwickelt worden. In der Schlacht um Frankreich war der III auf alliierte Tanks mit sehr starker Panzerung getroffen und die 37mm Kanone hatte sich dabei als bei weitem nicht durchschlagstark genug erwiesen.
Nach den Schlachten von 1940 befahl Hitler, dass der Panzer III mit einer stärkeren 50 mm L-60-Kanone mit hoher Mündungsgeschwindigkeit ausgestattet werden solle. Wegen Versorgungsschwierigkeiten und der typischen Verwirrung, die entstand, wenn versucht wurde, den persönlichen Interventionen des Führers Folge zu leisten, erhielt der Panzer in Wirklichkeit eine andere Kanone. Die 50 mm L-42 hatte eine geringere Mündungsgeschwindigkeit als die L-60 und sollte sich in der Sowjetunion als unwirksam gegen die stark abgeschrägte dicke Panzerung der neuesten sowjetischen Tanks erweisen. Für das Unternehmen Barbarossa waren die deutschen Jagdkampfgruppen mit der Messerschmitt 109 ausgerüstet. Einer hervorragenden Maschine, die jedem existierenden sowjetischen Jäger überlegen war. Die 109F, die im Frühjahr 1941 an die Geschwader ausgeliefert wurde, stellte gegenüber dem älteren Modell eine erhebliche Verbesserung dar. Ihr Rumpf war aerodynamisch eleganter und die Spannweite war leicht erhöht worden, was die Leistungsfähigkeit in jeder Höhe vergrößerte. Die Flugzeugzelle war verstärkt worden, um die zusätzliche Kraft nutzen zu können, die die neuen Versionen des DB-601-Motors lieferten. Die 109F war schnell, manövrierfähig und leicht zu fliegen. Sie war mit einer einzigen Kanone in der Propellernarbe und zwei am Bug montierten Maschinengewehren bewaffnet. Weil die Piloten mit der 15 mm Kanone, mit denen die früheren Fs ausgestattet waren, unzufrieden waren, erhielten spätere Versionen eine weit kampfkräftigere 20 mm Kanone. Die PAK 36 Panzerabwehrkanone war 1938 beim deutschen Heer in Dienst gestellt worden. Im Frankreich-Feldzug hatte das 37 mm Geschütz gegen die schwere Panzerung vieler französischer und britischer Panzer nur wenig ausrichten können. Sie konnte auf 500 Meter 50 mm Stahl durchschlagen, aber nur unter idealen Bedingungen und bei rechtem Auftreffwinkel. ...1940 wurde eine durchschlagskräftigere Version der Kanone eingeführt. Die 50 mm PAK 38 konnte 80 mm Panzerstahl auf 800 Meter Entfernung durchschlagen, aber auch nur wieder unter perfekten Bedingungen. In Russland waren von den 72 Panzerabwehrgeschützen in jeder Infanteriedivision nur 10 PAK 38. Bei den übrigen handelte es sich um die viel weniger wirksame 37 mm Waffe. Die erstaunlichen Siege der letzten zwei Jahre hatten dem deutschen Soldaten ein absolutes Vertrauen in die Unbesiegbarkeit der Wehrmacht eingeimpft. Das deutsche Heer hatte sich in puncto Ausbildung, Taktik und Führung im Feld als konkurrenzlos gut erwiesen. 1941 stand es noch besser da. Im Lichte der Schlachtfelderfahrung war die Ausbildung verbessert worden. Und die Beziehungen zwischen Offizieren und Untergebenen, die immer gut waren, waren auf eine neue Ebene des gegenseitigen Vertrauens gehoben worden. Die Offiziere selbst waren zwar ebenso taktisch geschult und diszipliniert wie eh und je in der deutschen Militärgeschichte, in anderer Hinsicht hatten viele aber nur wenig gemein mit ihren militärischen Vorfahren. Unter Hitler war der Einfluss der traditionellen Offizierskaste zurückgegangen. Und die Aufrüstung hatte den Umfang des Offizierskorps sehr schnell erhöht. Ein Großteil der neuen Offiziere waren engagierte Nazis. Und auch unter den übrigen gewannen die Ideen der Nazis allmählich an Akzeptanz.
Die Überzeugung, dass die Russen Untermenschen waren, und der Judenhass hatten sich nun auch unter den deutschen Offizieren breit gemacht. Als Hitler in Russland ein rücksichtsloses Vorgehen gegen Bolschewisten, Juden und Partisanen befahl, stieß das auf keiner Ebene des Offizierskorps auf viel Protest. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche. In der Sowjetunion sollte das deutsche Heer in einem Sumpf des Barbarentums versinken, den die Offiziere noch eine Generation früher für undenkbar gehalten hätten. Obwohl die Rote Armee 4,5 Millionen Mann und 23.000 Panzer ins Feld führen konnte, mehr Panzer als der Rest der Welt zusammen hatte, war die Ausrüstung mehrheitlich obsolet, die Militärdoktrin verworren und die operative Effektivität katastrophal schlecht. Finnland und jetzt die deutschen Siege in Frankreich hatten die Armee schockiert und hektische Reformbemühungen ausgelöst. Dabei stand sie vor einer Mammutaufgabe. Eine der Hauptprioritäten war der Wiederaufbau der mechanisierten Korps, die Stalin 1939 aufgelöst hatte. Ihre Panzer waren auf die Infanteriedivisionen verteilt worden und nun musste bei ihrer Ausrüstung, Bemannung und Ausbildung ganz von vorn begonnen werden. Im Frühjahr 1941 war die Reorganisation der sowjetischen Streitkräfte keineswegs abgeschlossen. Nur 30% der russischen Panzer waren voll einsatzbereit. Die neuen mechanisierten Korps hatten nur die Hälfte der versprochenen Maschinen erhalten. Es mangelte ihnen an motorisierten Nachschubfahrzeugen und Kettenfahrzeuge für den Nachschub oder den Infanterietransport fehlten ganz und gar. Motorisierter Transport wie auch Ersatzteile waren in der ganzen Roten Armee Mangelware. Die Artillerie, die neueren Panzer und die Panzerabwehrkanonen hatten Engpässe beim Munitionsnachschub. Auch an Hilfsgeräten fehlte es hinten und vorn, insbesondere an Funkgeräten. In fast allen russischen Panzerverbänden verfügte nur der Panzer des Einheitskommandeurs über ein Funkgerät. Wie die übrige Rote Armee war auch die Rote Luftwaffe mit Riesenzahlen obsoleter Maschinen belastet. Und auch hier litt man unter schlechter Wartung und Gerätemangel. Die Probleme der Luftwaffe wurden noch dadurch vergrößert, dass von 1000 Flugfeldern im Westen nur 200 für operative Zwecke zu gebrauchen waren. Die BT-Serie schneller Panzer beruhte auf einem revolutionären Fahrwerk, das in den USA entwickelt und Anfang der 30er Jahre unter Lizenz an die Sowjetunion verkauft worden war. Die Maschinen wiesen eine glänzende Geländegängigkeit auf und erreichten eine Geschwindigkeit von fast 80 Stundenkilometern. Der BT-7 trug zwar eine 45mm Kanone, die fast so gut war wie die besten deutschen, war aber nur leicht gepanzert und konnte von jedem deutschen Panzer oder Panzerabwehrgeschütz mühelos zerstört werden. Zu Beginn der deutschen Invasion stellten die BT-7 die Hauptmasse der mittelschweren Panzertruppe in der Roten Armee. Der T-34 war in jeder Hinsicht das beste Panzermodell des Zweiten Weltkriegs und wurde im Sommer 1940 bei der Roten Armee in Dienst gestellt. Sein ausgezeichnetes Fahrwerk war eine Weiterentwicklung des BT-7 und mit seiner breiten Spurweite und seinem starken Dieselmotor konnte er sich auf Terrain bewegen, das für jeden anderen Panzer seines Gewichts unpassierbar gewesen wäre.
Der T-34 trug dicke Panzerplatten, die zum besseren Schutz gegen panzerbrechende Waffen gut abgeschrägt waren. Der Panzer war mit einer 75 mm Kanone mit hoher Mündungsgeschwindigkeit ausgerüstet, die jeder anderen Panzerkanone der Welt überlegen war. Mit einer so potenten Waffe konnte der T-34 einen Feind auf große Distanz bei minimalem Eigenrisiko angreifen und zerstören. In den 12 Monaten vor der deutschen Invasion produzierte die Sowjetunion fast 1200 T-34. Und trotz aller Kinderkrankheiten sollten sie in der Schlacht eine im Verhältnis zu ihrer Zahl weit überproportionale Rolle spielen. Die Petlyakov PE-2 wurde Ende 1940 an die Fronttruppen der sowjetischen Luftwaffe ausgeliefert. Obwohl sie ursprünglich als hochfliegender Jäger entwickelt worden war, wurde dieses Flugzeug als leichter Bomber eines der nützlichsten Waffensysteme im sowjetischen Arsenal. Die PE-2, die bei ihren Besatzungen ausgesprochen beliebt war, war leicht zu handhaben, stabil im Sturzflug und konnte ihre Bomben punktgenau ins Ziel bringen. Sie war auch schneller als der deutsche 109E Jäger. Als sie später allerdings auf den neuen 109F traf, musste sie sich für ihre Sicherheit auf ihre größere Flughöhe verlassen. Und das Ergebnis war geringere Genauigkeit im Bombenabwurf. Die PE-2 erwies sich als eine der erfolgreichsten Maschinen dieses Typs unter allen alliierten Luftwaffen. Und sie wurde im Laufe des Krieges ständig modernisiert. Obwohl zu Beginn des Unternehmens Barbarossa nur 458 von ihnen im Einsatz waren, sollte diese Maschine bei deutschen Panzern und Nachschubkolonnen bis zum Ende der Schlacht einen hohen Blutzoll fordern. Vor Stalins Säuberung war die Rote Armee eine innovative und hochprofessionelle Kampftruppe gewesen. Der Verlust einer ganzen Generation gut ausgebildeter Männer führte dazu, dass ein verzweifelter Mangel an guten Kommandeuren aller Ränge herrschte. Es folgte eine Welle schneller Beförderungen und plötzlich besetzten Tausende von Offizieren Kommandostellen, die weit über ihre Fähigkeiten hinausgingen. Unter den Regimentskommandeuren waren kaum 10% über den Leutnantsrang hinaus ausgebildet worden. Ein riesiges Ausbildungsprogramm wurde eingeleitet, mit den Infanterieoffizieren als besondere Zielgruppe. Aber es stand nur wenig Zeit zur Verfügung. Die Lage war so ernst, dass 4000 Ex-Kommandeure aus Arbeitslagern entlassen oder aus unehrenhaftem Ruhestand zurückgeholt wurden. Die rasche Expansion der sowjetischen Luftwaffe verursachte noch größere Ausbildungsprobleme als die des Heeres. Ein Pilot bedarf einer langen Ausbildung und die Fliegerschulen waren überlastet und schlecht ausgestattet. Es herrschte auch großer Mangel an kampferfahrenen Fluglehrern. Viele russische Piloten würden mit nur 15 Stunden Flugerfahrung gegen die Veteranen der deutschen Luftwaffe ins Gefecht geschickt werden. Und selbst unter den besser ausgebildeten Piloten war das taktische Geschick außerordentlich schlecht entwickelt. In der Weisung Nummer 21, Hitlers Befehl für den Angriff auf die Sowjetunion, hatte Hitler den 15. Mai als Termin genannt, an dem alle Vorbereitungen abgeschlossen sein mussten. Ende des Monats standen schon fast 80 deutsche Divisionen in ihren Bereitstellungsräumen. Ihre Bewegungen waren durch eine große Täuschungs- und Desinformationskampagne abgeschirmt worden. Unter großer Geheimhaltung waren Dutzende von vorgeschobenen Flugplätzen gebaut worden.
und Riesenmengen an Treibstoff, Ausrüstung und Munition wurden in der Nähe der Ausgangsstellungen gelagert. Es gab jedoch erste Anzeichen, dass Hitlers Zeitplan sich nicht halten lassen würde. Der Winter des Jahres 1940 war ungewöhnlich lang und hart gewesen und die Gebiete der Ostfront waren immer noch eine Schlammwüste. Das Heer hatte außerdem noch nicht annähernd genug Lastwagen erhalten. Eine Verschiebung erschien immer wahrscheinlicher. Die Ereignisse im Süden machten sie unvermeidlich. Im Oktober 1940 waren die Truppen Italiens über Griechenland hergefallen. Aber den Griechen war es gelungen, sie bis nach Albanien zurückzutreiben. Die Briten hatten eine Expeditionstruppe zur Unterstützung der Griechen entsandt, was eine plötzliche und unmittelbare Gefährdung der deutschen Ölversorgung aus Rumänien darstellte. Voller Wut über die britische Intervention befahl Hitler die Invasion und Besetzung Griechenlands. Der Griechenland-Feldzug sollte keine allzu hohen Anforderungen stellen und Hitler meinte, auf die Unterstützung Jugoslawiens zählen zu können. Am 27. März führte eine antideutsche Gruppe, ermutigt von britischen Agenten, einen Staatsstreich durch und setzte die jugoslawische Regierung ab. Nun musste Hitler improvisieren. Am 6. April marschierten deutsche Truppen, angeführt von starken Panzerverbänden, in sowohl Jugoslawien als auch Griechenland ein. Die Invasion der Sowjetunion würde nun bis zur Rückkehr der Panzereinheiten vom Balkan warten müssen. Als neuer Termin für das Unternehmen Barbarossa wurde der 22. Juni festgelegt. Die Niederwerfung Jugoslawiens durch die Deutschen nahm nur 12 Tage in Anspruch. Es war ein brutaler Feldzug, in dem die Hauptstadt Belgrad durch Bombenangriffe zerstört wurde, die 17.000 Zivilisten töteten. 2 Wochen später war auch Griechenland überrannt worden. Ende April war die britische Expeditionstruppe auf dem Seeweg evakuiert worden, wobei sie Tausende von Kriegsgefangenen und fast ihr ganzes schweres Gerät zurücklassen musste. Sobald der Balkanfeldzug vorbei war, rollten die deutschen Panzertruppen und Befehlszentralen wieder nach Norden, um sich den riesigen Truppenkonzentrationen in Rumänien, Polen und Ostpreußen wieder anzuschließen. Unterdessen leisteten die Aufklärungseinheiten der deutschen Luftwaffe Überstunden. Jede Stunde Tageslicht wurde genutzt, um sowjetische Truppenkonzentrationen, Nachschublager, Hauptquartiere und Flugfelder zu erkunden und für die Zerstörung vorzumerken. Für die Invasion Russlands wurden 75% des gesamten deutschen Heeres, mehr als 3 Millionen Mann, in 3 gewaltigen Heeresgruppen aufgeboten. Die gepanzerte Faust dieser Riesenarmee bestand aus mehr als 3.500 Kampfwagen und die Bodentruppen wurden von 2.500 Flugzeugen unterstützt. Es war ein ungeheures Unternehmen und es bestand natürlich nicht die geringste Aussicht, dass es vor den Sowjets voll und ganz verborgen werden konnte. Adolf Hitler hatte jedoch eine Erklärung für Stalin bereit. Mit atemberaubender Frechheit übermittelte er ihm eine Botschaft,
in der es hieß, er habe seine Truppen nach Polen verlegt, um sie vor britischen Bombenangriffen zu schützen. Anfang Juni hatten die Infanteriedivisionen ihre Bereitstellungsräume nahe der sowjetischen Grenze bezogen. Bald darauf näherten sich die motorisierten Einheiten und die Panzerdivisionen, die Spitzen der Offensive, ihren Ausgangsstellungen. Die Heeresgruppe Nord war auf Ostpreußen konzentriert. Sie stand unter dem Befehl von Feldmarschall Wilhelm von Leeb und verfügte über die 18. und 16. Armee. Seine Hauptschlagkraft erhielt von Leeb durch General Höppners Panzergruppe 4. Die Infanteriearmeen bestanden aus 20 Divisionen, während die Panzergruppe über 3 Panzer und 3 motorisierte Infanteriedivisionen verfügte. Die Karelische und die Südostarmee Finnlands sollten sich später in lockerer Zusammenarbeit mit der Heeresgruppe Nord an dem Feldzug beteiligen. Für Luftunterstützung konnte von Leeb auf die 1. Luftflotte zurückgreifen. Die Heeresgruppe Mitte war in Polen aufmarschiert. Sie stand unter dem Kommando von Feldmarschall Fedor von Bock und setzte sich aus der 9. und 4. Armee zusammen. Ihre Panzerverbände waren Hoths Panzergruppe 3 und Guderians Panzergruppe 2. Die beiden Infanteriearmeen brachten 33 Divisionen ins Feld und die Panzergruppen 9 Panzer, 6 Motorisierte und eine Kavalleriedivision. Der Heeresgruppe Mitte war die 2. Luftflotte zugeteilt. Die Heeresgruppe Süd stand in Südpolen und Rumänien und wurde von Feldmarschall Gerd von Rundstedt kommandiert. Zu ihr gehörten die 6. und 17. Armee in Polen und die 11. Armee in Rumänien. Ihr Stoßkeil war Kleists Panzergruppe 1. Die Infanteriearmeen bestanden aus insgesamt 33 Divisionen und die Panzergruppe aus 5 Panzer und 3 motorisierten Divisionen. Zusätzlich erhielt Rundstedt die Unterstützung von 2 rumänischen Armeen, der 3. und 4., einem ungarischen und einem slowakischen Infanteriekorps sowie einem italienischen motorisierten Korps. Die 4. Luftflotte war zur Unterstützung der Bodenoperationen abgestellt. In den letzten 14 Tagen vor der deutschen Invasion beschleunigte sich das Tempo der sowjetischen Kriegsvorbereitungen ganz dramatisch. Obwohl Stalin sich immer noch weigerte zu glauben, dass wirkliche Gefahr von Deutschland drohte, trafen seine Armeekommandeure Vorsichtsmaßnahmen, wo immer sie konnten. 793.000 Reservisten wurden zur Ausbildung einberufen. Und so konnten wenigstens einige Fronteinheiten auf Sollstärke gebracht werden. Auch der Bau von Befestigungen an den Grenzen wurde beschleunigt, obwohl das oft zur Folge hatte, dass den Heeresdivisionen Transportmittel, Traktoren und Soldaten entzogen wurden. Weiterhin wurde die Flugabwehr verstärkt, wobei freilich die Besatzungen den strikten Befehl hatten, auf deutsche Flugzeuge nicht das Feuer zu eröffnen. Sowjetische Soldaten waren an der Westgrenze stationiert. Dazu kamen 15.000 Panzer und 9.000 Flugzeuge. Weitere Divisionen waren unterwegs. Zum Zeitpunkt der deutschen Invasion hatte die volle Mobilisierung der Sowjetunion aber noch nicht einmal begonnen.
die westliche Sowjetunion war in 4 Militärbezirke aufgeteilt worden. Den baltischen, den westlichen, Kiew und Odessa. Nach dem Beginn der Schlacht wurden diese neu organisiert und in Fronten umbenannt. Die Nordwestfront stand unter dem Kommando von Generaloberst Fjodor Kuznetsov. Kuznetsov verfügte über die 8. und 11. Armee, dazu in rückwärtiger Staffelung die 27. Armee. Insgesamt standen in der Nordwestfront 28 Schützen, 4 Panzer und 2 motorisierte Divisionen. Die Westfront unterstand General Dmitri Pavlov. Sie setzte sich aus der 3., der 10. und der 4. Armee zusammen mit der 13. als Reserve des Oberkommandos. Insgesamt 25 Schützen- und Kavalleriedivisionen, 13 Panzer und 7 motorisierten Divisionen. Die Südwestfront stand in der Ukraine und wurde von Generaloberst Michail Kirponos kommandiert. Kirponos verfügte über die 5., die 6., die 26. und die 12. Armee. Mit insgesamt 27 Schützen- und Kavalleriedivisionen sowie 12 Panzer- und 6 motorisierten Divisionen. Angelehnt an das Schwarze Meer stand die Südfront unter General Ivan Tjulenev. Tjulenev unterstanden die 9. und später die 18. Armee mit 17 Schützen- und Kavalleriedivisionen und 6 Panzer- und 3 motorisierten Divisionen. Zusätzlich zu den bereits in den 4 sowjetischen Fronten bereitstehenden Armeen hatten 4 weitere Armeen, die 22., 19., 21. und 16. mit insgesamt 114 Divisionen den Marschbefehl Richtung Westen erhalten. Sie trafen erst nach dem Beginn von Barbarossa ein. Jeder Front unterstanden auch eigene Flugverbände aus Bombern und Jägern für die Erdkampfunterstützung. Um 3.15 Uhr im Morgengrauen am Sonntag, dem 22. Juni 1941, eröffneten die deutschen Geschütze in gestaffelter Ordnung an einem Frontabschnitt nach dem anderen das Feuer. Die Salven waren genau gezielt. Fernmeldezentren, Treibstoff- und Munitionslager, Anlagen der Grenzverteidigung und Kasernen wurden alle mit gnadenlosem Trommelfeuer belegt. An hunderten von Grenzposten wurden die sowjetischen Wachsoldaten ohne vorherige Warnung von besonders ausgebildeten Kommandoeinheiten umgebracht, die Brücken und Grenzübergänge sicherten. Weit hinter den überraschten sowjetischen Grenztruppen tauchten die noch früher aufgestiegenen deutschen Kampfflugzeuge im Himmel auf. Die ersten Wellen belegten die Flugplätze der Roten Armee mit Splitterbomben. Die meisten sowjetischen Flugzeuge wurden hilflos am Boden erwischt. Am ersten Tag allein zerstörte die Luftwaffe mehr als 1400 sowjetische Maschinen. Während der vernichtende Granaten- und Bombenhagel auf Grenzanlagen und rückwärtigen Gebieten niederging, waren die sowjetischen Befehlshaber verzweifelt bemüht, ihre Anweisungen aus Moskau zu interpretieren. Sie waren gewarnt worden, nicht auf Provokationen zu reagieren, aber keiner hatte ihnen mitgeteilt, inwiefern sich eine Provokation von einer vollen Offensive unterschied. In dem allgemeinen Chaos wurden Befehle gegeben und wieder zurückgenommen. Viele Einheiten erhielten überhaupt keine Anweisungen. Wichtige Fernmeldezentren waren ausgeschaltet worden, bombardiert oder Opfer nationalistischer Saboteure geworden, die von den Deutschen ausgebildet worden waren.
Um 6 Uhr morgens war das ganze Grenzgebiet von Ostpreußen bis hinunter zu den Karpaten ein einziges gigantisches Schlachtfeld geworden. In der Mitte, in Weißrussland, wo die Hälfte aller motorisierten Einheiten der Deutschen in Aktion war, wurden aber die wichtigsten Schlachten der Eröffnungsphase gefochten. Der deutschen Heeresgruppe Mitte standen 4 sowjetische Armeen gegenüber. Die 10., 3. und 4. der Westfront und die 11. Armee der Nordwestfront. Die Sowjets hielten einen Bogen, der in deutsches Gebiet hineinreichte und in dessen Zentrum Bialystok lag. Hinter Bialystok lag die weißrussische Hauptstadt Minsk, ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, der die Hauptstraße nach Moskau dominierte. Im Norden brach die Panzergruppe 3 an der Nahtstelle zwischen den beiden sowjetischen Fronten durch und überquerte die Niemen. Die Panzergruppe 2 erzwang die Überquerung des Bug und war bereits am zweiten Tag 60 Kilometer tief auf sowjetisches Gebiet vorgedrungen. Während die Panzer an den Flanken vorwärts stürmten, vollführten die 4. und die 9. Infanteriearmee in dem Landbogen ihre Zangenbewegung und versuchten, die sowjetischen Armeen um Bialystok einzuschließen. Der Vorstoß der Panzer hatte unterdessen das Zusammentreffen der Spitzen bei Minsk zum Ziel, um einen möglichen sowjetischen Ausbruch nach hinten zu verhindern. Während die deutschen Spitzen die sowjetischen Frontarmeen zerschnitten, hatte man in Moskau immer noch keine Vorstellung von dem Ausmaß der Katastrophe, die Russland heimgesucht hatte. Am Abend des ersten Tages hatte Verteidigungskommissar Marschall Timoschenko allen 3 sowjetischen Fronten befohlen, zu einer großen Gegenoffensive anzutreten und den Feind von sowjetischem Territorium zu vertreiben. Timoschenkos Befehl war reinste Fantasie. Die sowjetische Reserve war noch nicht voll mobilisiert und einen Operationsplan gab es nicht. General Pavlov, der Kommandeur der entscheidenden Westfront, konnte sich allenfalls bei Planspielen Rat holen, die im vorhergehenden Januar durchgeführt worden waren. Da Kontrolle und Kommunikation im Frontbereich fast völlig zusammengebrochen waren, die Treibstoff- und Munitionslager in Flammen standen und die deutsche Luftwaffe den Himmel beherrschte, waren die Gegenangriffe von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Am 27. Juni, 5 Tage nach Invasionsbeginn, schnappten die beiden stählernen Greifer der Zange aus Guderians Panzergruppe 2 und Hoths Panzergruppe 3 nahe Minsk zu. Über 300 Kilometer weit auf sowjetischem Gebiet und ein Drittel des Weges Richtung Moskau. Es war eine verblüffende Leistung. In dem riesigen Kessel, der sich um Bialystok und Minsk geschlossen hatte, drohte 32 sowjetischen Infanterie- und 8 Panzerdivisionen die Vernichtung. Während die Heeresgruppe Mitte die sowjetische Westfront zerschlug, hatte die Heeresgruppe Nord ihre 600 Panzer gegen die Nahtstelle zwischen der sowjetischen 8. und 11. Armee der Nordwestfront geworfen. Die deutschen Spitzen waren das 41. und 56. Panzerkorps der Panzergruppe 4. Ihre Ziele waren die Überquerung der Flüsse Niemen und Düna, der größten natürlichen Hindernisse, die der Heeresgruppe Nord im Wege standen. Am ersten Tag des Angriffes überschritten die Panzerspitzen die Niemen und stießen 80 Kilometer weit vor.
Bei Rasenje wurde die 41. Panzerdivision am zweiten Tag von 300 Panzern des sowjetischen 12. und 3. mechanisierten Korps angegriffen. Die Deutschen benötigten 4 Tage, bis sie den sowjetischen Verband eingekesselt und zerstört hatten. Unterdessen stürmte das 56. Panzerkorps weiter in Richtung Düna und schaffte dort den bemerkenswerten Coup, die Brücken in Dünaburg intakt zu erobern. Nach der Ergreifung der Dünabrücken und dem Fall von Dünaburg konzentrierten die führenden Verbände des 56. Panzerkorps ihre Bemühungen auf die Ausweitung des Brückenkopfes. Damit bot sich eine Chance von unschätzbarem Wert. Ein sofortiger weiterer Vorstoß würde es für die Sowjets fast unmöglich machen, Leningrad zu verteidigen. Die Chance wurde vertan. Die Panzertruppen erhielten den Befehl, auf die Ankunft der Infanterie zu warten. Sie konnten ihren Ohren kaum glauben. Am Ende würden sie fast eine Woche warten müssen. Während die deutschen Operationen in Norden und Mitte dramatische Geländegewinne gebracht hatten, griffen die Invasionstruppen im Süden einen Frontabschnitt an, dessen Kommandeure die von den Deutschen drohende Gefahr schnell begriffen hatten und deren Panzertruppe zahlenmäßig viel stärker war als die deutsche. Von Anfang an stießen die Invasoren auf erbitterten Widerstand. Auf deutscher Seite bestand der linke Flügel der Heeresgruppe Süd aus der 17. und 6. Armee, zusammen mit einer Panzergruppe, nämlich der 1. Ihnen gegenüber standen 3 sowjetische Armeen, die 5., 6. und 26. Während die deutsche Infanterie auf die Nahtstellen zwischen den sowjetischen Verbänden losschlug, fuhr die Panzergruppe 1 mit ihrer stählernen Spitze aus 600 Panzern in Richtung der Stadt Brody. Am 26. Juni starteten 5 sowjetische mechanisierte Korps mit über 1000 Panzern massierte Gegenattacken aus nördlicher und südlicher Richtung. Ihr Ziel war es, die Flanke der Panzergruppe 1 zu durchtrennen und sich in der Nähe von Dubno zu treffen. Die Schlacht zwischen der Panzergruppe 1 und den massierten Panzerverbänden der sowjetischen Südwestfront war eine der heftigsten der ganzen Invasion und dauerte 4 ganze Tage. Die Russen kämpften leidenschaftlich und die deutschen Panzerbesatzungen und Panzerabwehrkanoniere mussten zu ihrem Schrecken feststellen, dass ihre Waffen den neuen sowjetischen T-34 und den überschweren Klimworoschilo-Panzern fast nichts anhaben konnten. Diese Panzer wurden jedoch fast durchweg schlecht bedient und nur selten in starken Gruppen konzentriert. Daher konnten sie isoliert und nach Wegsprengung ihrer Ketten im Nahkampf zerstört werden. Unterdessen operierte die deutsche Luftwaffe ungehindert über dem Schlachtfeld und attackierte die sowjetischen Panzer, wo sie sie finden konnte. Es gelang den sowjetischen Verbänden nicht, ihre Zangenbewegung bei Dubno zu vollenden. Obwohl die Panzergruppe 1 in den Gefechten um Dubno schwere Verluste erlitt, verlor sie in der Konfrontation doch nicht ihre Operationsfähigkeit. Die Sowjets traf es schwerer. In der Schlacht waren die letzten größeren Panzerverbände im Süden aufgerieben worden. Am
Am Ende der ersten Woche des Unternehmens Barbarossa hatten alle drei deutschen Heeresgruppen große Schlachten im Grenzbereich gewonnen und jeden Gegenangriff zerschlagen. Das deutsche Oberkommando triumphierte und die ersten Stimmen wurden laut, die behaupteten, man könne innerhalb von 14 Tagen Moskau erreichen. Hitler erklärte vor seinen Anhängern, im Grunde hätten die Russen den Krieg bereits verloren. Die Euphorie sollte kaum eine Woche lang anhalten. Am mittleren Frontabschnitt sollten sich Ereignisse entfalten, die Hitlers Stimmung vom überschäumenden Jubel in äußerste Besorgnis umschlagen ließen. Zur Verblüffung der deutschen Soldaten kämpften die eingekesselten russischen Soldaten bei Minsk und Bialystok weiter, selbst dass ihre Lage eindeutig hoffnungslos war. Die Ausschaltung der eingekesselten Truppen dauerte viel zu lange und forderte viel zu hohe deutsche Verluste. Die nicht motorisierte deutsche Infanterie hatte zu lange für die Schließung der Umfassungsoperationen benötigt. Und viele sowjetische Soldaten hatten den Fallen entkommen können. Genau das, was Hitler unbedingt vermeiden wollte. Obwohl 290.000 russische Gefangene in Richtung Westen abmarschierten und 1.500 Geschütze und 2.500 Panzer zerstört oder erbeutet wurden, konnten eine 250.000 Soldaten der Falle entkommen oder sich zu den sowjetischen Linien zurückkämpfen. Als Hitler und seine Kommandeure feststellten, dass die Siege von Bialystok und Minsk nur Teilerfolge waren, löste das bittere Vorwürfe aus. Hitler machte die Führung der Heeresgruppe Mitte, insbesondere die Panzergeneräle, dafür verantwortlich, dass Lücken im Ring geklafft hatten. Die Panzeroffiziere waren ihrerseits tief enttäuscht. Fast eine Woche lang hatten sie ihren Vormarsch nach Osten anhalten müssen, während sie die Falle schlossen und auf die nachrückende Infanterie warteten. Sie fürchteten, dass sich der sowjetische Widerstand weiter östlich zwischen den Flüssen Dnieper und Düna versteifen würde, falls der Schwung der Panzeroffensive verloren ging. Am 3. Juli wandte sich Josef Stalin in seiner ersten Rundfunkrede seit der deutschen Invasion an die Bevölkerung. Diesmal ließ er die kommunistische Ideologie ganz beiseite und rief zum Kampf für das Vaterland auf, zum großen Vaterländischen Krieg. Kapitulation kam nicht in Frage und alles, was dem Angreifer nutzen könnte, sollte auf seinem Weg zerstört werden. Hinter den Linien sollten Partisanengruppen gebildet werden. Und unterdessen änderte sich nichts an der Strategie, die Sowjetunion so weit im Westen wie möglich zu verteidigen, wo der Großteil der Bevölkerung und der Industrie angesiedelt war. Es wurden Vorkehrungen zum Abbau wichtiger Fabriken getroffen, die im Weg der Invasionstruppen lagen und die zusammen mit ihren Facharbeitern weiter nach Osten verlegt werden sollten. All das würde aber Zeit brauchen. Aus Angst vor der Möglichkeit, dass der sowjetische Staat vor dem völligen Zusammenbruch stand, führte Stalin schärfste Strafen für diejenigen ein, denen Panikmache, Feigheit oder Unfähigkeit vorgeworfen wurde. In den folgenden Wochen wurden Pawlow, der Kommandeur der Westfront, und Mitglieder seines Stabs erschossen. Unter den Kommandeuren niedrigerer Ränge wurden viele, die aus den Kesseln ausgebrochen waren, ebenfalls erschossen, weil sie nicht bis zum letzten Atemzug Widerstand geleistet hatten. Auf der deutschen Seite der Front errichteten die Einsatzgruppen der SS ihre Schreckensherrschaft. Aufgrund des sogenannten Kommissarbefehls wurden ihnen mutmaßliche Kommunisten, Kommissare oder Juden unter den gefangenen Soldaten der Roten Armee zur sofortigen Exekution übergeben. In den kommenden Monaten würden viele Einheiten der Roten Armee bis zum bitteren Ende weiterkämpfen, weil ihre Führer es weder wagten, sich zu ergeben, noch sich zurückzuziehen.
Am selben Tag, an dem Stalin zum großen vaterländischen Krieg aufrief, erhielten die Panzerführer der Heeresgruppe Mitte endlich grünes Licht, ihren Vormarsch nach Osten fortzusetzen. Die Hauptmacht der Panzer hatte fast eine Woche lang stillgehalten. Und nun, genau an dem Tag, an dem die Generaloffensive wieder aufgenommen wurde, schlug das Wetter um. Als plötzliche Unwetter, wie sie typisch für Anfang Juli sind, die Sandpisten in Schlammflüsse verwandelten, kamen die Panzerverbände zum Teil stundenlang nicht voran. Während dies geschah, versteifte sich die russische Verteidigung kontinuierlich. Viele Brücken wurden gesprengt und zum ersten Mal wurden auch Minen gelegt, um den deutschen Vormarsch zu verlangsamen. Eine leichte Aufgabe, da sich die Kolonnen auf die wenigen Straßen beschränken mussten. Die Verzögerungen gaben den Sowjets genug Zeit für die Organisation eines massiven Gegenschlages. Das operative Ziel der Heeresgruppe Mitte war die Stadt Smolensk, die die Straße nach Moskau beherrschte. Vor den Deutschen lagen entlang den Flüssen Dnieper und Düna Teile der Befestigungen der alten Stalinlinie. Bei den Verteidigern handelte es sich um die 13. Armee der Westfront sowie die 22., 20. und 21. Armee der Reserve des Oberkommandos. Eine weitere Armee, die 19., wurde bei Witebsk zusammengestellt, während die 16. in Smolensk eintraf. Die meisten Sorgen bereitete den Sowjets die Gefahr, die durch das 39. Panzerkorps der Panzergruppe 3 aus dem Norden drohte. Am 6. Juli traten das 7. und das 5. mechanisierte Korps der sowjetischen 20. Armee mit 700 Panzern zum Angriff an. Die Deutschen hatten den Vorteil einer überwältigenden Luftherrschaft und in einer dreitägigen Schlacht wurden die beiden mechanisierten Korps der Sowjets fast völlig aufgerieben. Unterdessen erkämpfte sich die 20. Panzerdivision einen Brückenkopf am Ostufer der Düna und bedrohte Witebsk. Weiter im Süden, weg von den Hauptübergängen, fuhr die Panzergruppe 2 einen Überraschungsangriff und erzwang den Übergang über den Dnieper. Die 13. Armee wurde zurückgedrängt und verlor 5 Divisionen. Als beide deutsche Panzergruppen Richtung Osten fuhren, drohte im Gebiet um Smolensk 3 sowjetischen Armeen die Einkesselung. Südlich von Smolensk forcierte Guderian den Vormarsch seiner 2. Panzergruppe und ihre 29. motorisierte Infanteriedivision nahm die Stadt am 16. Juli ein. Im Norden kam Hoths 3. Panzergruppe jedoch sehr viel langsamer voran. Das Gelände war sumpfig, der Regen verursachte immer noch Schwierigkeiten und die Sowjets kämpften verzweifelt, um der sich entwickelnden Falle zu entkommen. Am 18. Juli waren die beiden stählernen Arme der Panzergruppen nur noch 15 Kilometer von der Schließung des Ringes entfernt. Aber es dauerte noch 8 Tage, bis die Falle endlich zuschnappte. Am Ende gerieten zwar 300.000 sowjetische Soldaten in Gefangenschaft, aber mehr als 200.000 konnten ausbrechen und sollten die Verteidigungslinien zwischen den Deutschen und Moskau verstärken. Zu diesem Zeitpunkt, fast 4 Wochen nach Beginn des Feldzugs, war den deutschen Befehlshabern und Hitler selbst klar geworden, dass die Zahl der Divisionen, die die Rote Armee ins Feld führen konnte, weit unterschätzt worden war. Es gab kein Anzeichen für einen unmittelbaren Zusammenbruch der Sowjetunion. Im Gegenteil, es zeichnete sich eine bedrohliche Entwicklung an den Flanken der Heeresgruppe Mitte ab. Am 4. August flog Adolf Hitler zum Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte in Borissow, östlich von Minsk.
Er hatte mittlerweile den Glauben an die Wirksamkeit der Kesselschlachten verloren und war zu der Überzeugung gelangt, dass die Sowjetunion am ehesten dadurch geschlagen werden konnte, dass man ihre Wirtschaft traf. Das verlangte bessere Fortschritte im Süden, um Russlands Ölzufuhr abzuschneiden, und im Norden die schleunige Einnahme von Leningrad. Er war nach Minsk gekommen, um dem Befehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Feldmarschall von Bock, mitzuteilen, dass er seine Offensive Richtung Moskau anhalten und seine Panzer nach Leningrad und in die Ukraine umleiten müsse. Hitlers Plan bedeutete für die Panzer Riesenabstecher von 500 Kilometern. Die Panzergeneräle Guderian und Roth waren entsetzt. Moskau war nur noch gut 300 Kilometer von der Front entfernt und der Großteil der Roten Armee hatte sich um die Stadt gruppiert. Die Generäle waren sicher, dass die einzige Chance auf einen schnellen Kriegsgewinn im Angriff auf Moskau bestand. Hitler ließ sich aber nicht zur Änderung seiner Meinung bewegen und ein letzter verzweifelter Appell des Oberbefehlshabers des Heeres von Brauchitsch wurde rundweg zurückgewiesen. Hitler beschwerte sich darüber, dass seine Generäle von der Kriegswirtschaft nichts verstünden. Die Panzer waren umzuleiten und das war sein letztes Wort. Mitte Juli war die 6. Armee der Heeresgruppe Süd unterhalb der Pripyat-Sümpfe zusammen mit der Panzergruppe 1 auf wenige Kilometer an Kiew herangerückt. Die Panzer waren dann Richtung Süden geschwenkt, während die Offensive aus Rumänien mit der rumänischen 3. Armee und der deutschen 11. und 17. Richtung Osten vorrückte. Nahe Uman wurden 3 sowjetische Armeen eingeschlossen. Als der Kessel ausgeschaltet worden war, schwenkten die Panzer Richtung Norden und überquerten den Dnieper. Unterdessen war Guderians Panzergruppe 2 Richtung Süden gefahren und hatte den Fluss Desna mit der 2. Armee zu ihrer Rechten überquert. Die beiden Panzergruppen bedrohten jetzt 4 sowjetische Armeen und Teile von 2 weiteren im großen Dnieperbogen mit der Einkesselung. Für den entscheidenden Vorstoß auf Leningrad war die 4. Panzergruppe der Heeresgruppe Nord auf Hitlers Befehl durch Panzer der Heeresgruppe Mitte verstärkt worden. Am 8. August durchbrachen die Panzer die sowjetischen Verteidigungslinien. Und während die 16. Armee in nordöstlicher Richtung angriff, besetzte die 18. Armee Estland und rückte um den Peipussee weiter vor. Ende August waren Panzergruppe 4 und 18. Armee bis auf 50 Kilometer an Leningrad herangekommen. Unterdessen waren die Finnen in südöstlicher Richtung beiderseits des Ladoga-Sees vorgerückt und hatten die alte finnisch-sowjetische Grenze erreicht. Am 9. September begann die Heeresgruppe Nord ihren letzten Vorstoß auf Leningrad. Innerhalb von 2 Tagen standen die deutschen Soldaten auf den nur 11 Kilometer von der Stadt entfernten Höhen und die Artillerie hämmerte jetzt gnadenlos auf die Einwohner von Leningrad ein. Hitlers jüngster Befehl lautete, dass Leningrad nicht gestürmt werden solle. Die Offensive hatte alle Straßen- und Eisenbahnverbindungen zur übrigen Sowjetunion unterbrochen und nun solle die Stadt in die Kapitulation gebombt und gehungert werden. Ein weiteres Mal hatte der Führer die Prioritäten des Feldzugs umgeschrieben. Leningrad konnte warten. Nun wurden die Panzer der Heeresgruppe Nord für den entscheidenden Angriff auf Moskau an die Mitte abgestellt.
Die sowjetische Westfront mit ihren leidenschaftlichen Gegenangriffen der Boden- und Lufttruppen hatte Hitlers sprunghafte Aufmerksamkeit wieder auf den Moskauer Abschnitt gelenkt. Das Problem lag darin, dass die Heeresgruppe Mitte nicht in der Lage war, zu einer sofortigen Offensive anzutreten. Erst 13 Tage zuvor waren die meisten Panzer der Gruppe auf ihre Marathonfahrt nach Norden und Süden geschickt worden. Diese Operationen, besonders die um Kiew, mussten erst einmal abgeschlossen werden, ehe Operation Taifun, der Angriff auf Moskau, beginnen konnte. Die Einkreisung der sowjetischen Truppen im Süden wurde am 16. September erreicht, als Kleists Panzergruppe 1 und Guderians 24. Korps in Lochwitza, 180 Kilometer hinter Kiew, zusammentrafen. Für die Sowjets entwickelte sich jetzt eine Katastrophe von erschütterndem Ausmaß. Die bei Kiew eingekesselten sowjetischen Armeen gaben sich nicht leicht geschlagen. Bevor der Kessel vernichtet werden konnte, musste eine bittere Schlacht gefochten werden, in der Artillerie, Panzer und Flugzeuge die Sowjets gnadenlos vernichteten. Am Ende des 10-tägigen Blutbads gingen 600.000 Soldaten der Roten Armee in Gefangenschaft. Keiner wusste, wie viele in dieser Schlacht, die Hitler zur größten der Geschichte erklärte, ihr Leben gelassen hatten. Nach Kiew war die Rote Armee zum ersten Mal seit der Invasion nicht mehr zahlenmäßig stärker als die deutschen Angreifer und sie hatte keine Reserven mehr. Für die Verteidigung Moskaus konnte Stalin 800.000 Mann in 83 Divisionen aufbieten. Aber nur 25 dieser Divisionen waren voll einsatzfähig. Und es herrschte verzweifelter Mangel an Panzern und Flugzeugen. Auf deutscher Seite standen 2 Millionen Mann in 70 Divisionen. Fast ein Drittel dieser Divisionen war mechanisiert. Im Verhältnis zur Infanterie der bisher höchste Anteil mechanisierter Verbände bei einem deutschen Angriff im Zweiten Weltkrieg. Die Operation Taifun, der Sturm auf Moskau, begann am 2. Oktober. Vor der deutschen Heeresgruppe Mitte standen 2 sowjetische Fronten, West und Bryansk. Es gab auch eine Serie von umfangreichen Verteidigungswerken, die bis 400 Kilometer lang waren. Die erste konzentrierte um Wjasma, die zweite um Moschaisk. Der erste Schlag traf die Sowjets völlig überraschend. Guderians umbenannte 2. Panzerarmee, die von der Schlacht um Kiew zurückkehrte, nahm Orel ein, einen wichtigen Straßenknotenpunkt 120 Kilometer hinter der 1. sowjetischen Verteidigungslinie. 3 Tage später stießen die Panzer auf Bryansk vor, ein weiteres Verkehrszentrum, während die 2. Armee von Westen her angriff. 3 sowjetische Armeen saßen in der Falle. Im Norden vollführten die 3. und 4. Panzerarmee ihre eigene Zangenbewegung um Wjasma und schlossen 5 weitere sowjetische Armeen ein. Moskaus erste Verteidigungslinie war gleich mit den ersten Schlägen zerschmettert und die Tür nach Moskau weit aufgerissen worden. Die Doppelschlacht von Bryansk und Wjasma entwickelte sich zu einer derartigen Katastrophe für Stalin, weil er darauf bestand, Verteidigungslinien bis zum bitteren Ende zu halten. Die letzten Kesselschlachten brachten den Deutschen 663.200 sowjetische Gefangene ein, womit die Gesamtzahl seit Beginn des Unternehmens Barbarossa auf 3 Millionen gestiegen war. Ein weiteres Mal kam das Oberkommando zu der Überzeugung, dass der Krieg im Osten nun wirklich gewonnen war. Diesmal schienen alle Zweifel grundlos zu sein.
Auf sowjetischer Seite waren für die Bemannung der letzten Verteidigungslinie vor Moskau nur noch 90.000 Mann und eine Handvoll Panzer übrig. In seiner Verzweiflung bestellte Stalin General Schukow zu sich, der für die Organisation der Verteidigung Leningrads zuständig gewesen war, und gab ihm die Aufgabe, die Hauptstadt zu retten. Einige Wochen vorher war Schukow nach einer Meinungsverschiedenheit mit dem Diktator als Generalstabschef zurückgetreten. Aber nun zog Stalin es vor, ihre Differenzen zu vergessen. Mittlerweile war die Lage vor Moskau kritisch geworden. Am 13. Oktober stieß die 4. Infanteriearmee bei Kaluga durch die letzte Verteidigungslinie der Sowjets. Gleichzeitig rückte die 3. Panzerarmee im Norden bis auf 160 Kilometer an die Hauptstadt heran und drohte den sowjetischen Truppen in den Rücken zu fallen. Für die Sowjets war die Lage an den Flanken zwar ernst, in der Mitte aber herrschte tödliche Gefahr. Dort hatten die 10. Panzerdivision und die SS-Division Das Reich bei Borodino einen erbitterten Gegenangriff zurückgeschlagen. Sie fuhren nun auf der Fernstraße Smolensk-Moskau Richtung Mozhaisk, das den Schlüssel für den mittleren Abschnitt der Moskauer Verteidigungslinie darstellte und nur 90 Kilometer von der Stadt entfernt war. Angesichts der unmittelbaren Nähe der deutschen Armeen brach in Moskau Panik aus. Stalin rief den Belagerungszustand aus. Ministerien und Botschaften wurden evakuiert. Und es wurden verzweifelte Bemühungen unternommen, in und um die Stadt Gräben auszuheben und Panzersperren zu errichten. Obwohl die Bürger Moskaus von den Deutschen keine Gnade erwarteten, hatten sie keine Ahnung von den wirklichen Plänen Hitlers für die sowjetische Hauptstadt. Die deutschen Armeen hatten den Befehl, keine Kapitulation zu akzeptieren. Den Einwohnern mochte man die Flucht erlauben, aber die Stadt sollte vom Antlitz der Erde verschwinden. An ihrer Stelle sollte ein riesiges Staubecken angelegt werden. Fast seit Beginn der Operation Taifun hatte sich das Wetter ständig verschlechtert. Der deutsche Vormarsch hatte sich bei Regen und Schneeregen zuerst im Süden und dann auch in der Mitte immer mehr verlangsamt. Unter dem Gewicht des Verkehrs verwandelten sich die drei Straßen, auf denen der gesamte Nachschub der Offensive transportiert werden musste, in Schlammbäder. Als ständiger Regen und Schnee auch eine dritte Woche lang anhielten, brach das Versorgungssystem völlig zusammen. Schließlich konnten sich überhaupt nur noch die Kettenfahrzeuge bewegen. Deren Treibstoffverbrauch schnellte in die Höhe und die Motoren nutzten sich rasch ab. Die Truppen lebten unterdessen unter elenden Bedingungen, ständig durchnässt, kalt und völlig erschöpft. Der Vormarsch verlangsamte sich auf nur noch 3 Kilometer pro Tag. Am 31. Oktober befahl das Oberkommando des Heeres, das Unternehmen Taifun anzuhalten. Für General Schukow war diese Atempause von unschätzbarem Wert. Obwohl seine Kräfte lächerlich schwach waren, er nur noch 190 funktionsfähige Panzer besaß, wurden neue Verbände mit großer Eile ausgehoben. In wenig mehr als einem Monat wurden 11 neue Armeen aus dem Boden gestampft. Einige dieser neuen Verbände bestanden zwar aus kaum ausgebildeten Rekruten, aber bei 30 Divisionen handelte es sich um gut ausgerüstete und winterharte sibirische Truppen.
Diese waren an der Ostfront frei geworden, als Stalin über einen Spion in Japan erfuhr, dass von den Japanern keine Gefahr mehr drohe. Mit den Sibiriern kamen 1000 Panzer und 1000 Flugzeuge. In einer großartigen Geste der Normalität nahm Stalin am 7. November, als sei nichts geschehen, auf dem Roten Platz in Moskau die jährliche Parade zum Jahrestag der Oktoberrevolution ab. In der Nacht davor hatte der erste starke Frost den Boden gehärtet. Nur 80 Kilometer vor der Stadt konnten sich die deutschen Panzerkolonnen wieder in Bewegung setzen. Der letzte große Versuch, Moskau noch einzunehmen, begann am 15. November. Bei immer stärkerem Schneefall und bedrohlich sinkenden Temperaturen warfen sich die Deutschen gegen die sowjetischen Verteidigungslinien. Die Sowjets unternahmen ihrerseits auf Zhukovs Befehl eine Serie von Störangriffen. Beide Seiten kämpften mit zäher Verbissenheit. Sowohl Angreifer als auch Verteidiger wussten, dass dies eine kriegsentscheidende Schlacht sein konnte. Dem deutschen Vormarsch auf Moskau standen drei sowjetische Fronten im Wege: Kalinin, West und Südwest. Das Hauptgewicht des Angriffs sollte aber auf die 6 mehrheitlich geschwächten Armeen von General Zhukovs Westfront fallen. Der deutsche Schlachtplan sah vor, dass die 3. und 4. Panzerarmee den Wolga-Kanal überschreiten und aus nordöstlicher Richtung Moskau umgehen sollten. Die 2. Panzerarmee sollte zuerst Tula einnehmen und Moskau dann aus südöstlicher Richtung umgehen und sich mit dem nördlichen Zangenarm treffen. Wenn die Sowjets darauf reagierten und Truppen für den Flankenschutz verlegten, sollte die 4. Infanteriearmee in der Mitte losschlagen. In 2 Wochen erbitterter Kämpfe unter immer härteren und ermüdenderen Bedingungen näherte sich die Schlacht im Norden langsam aber sicher der sowjetischen Hauptstadt. Im Süden aber wurde Guderians Panzerarmee wieder alle Erwartungen aufgehalten. In Tula konnte die sowjetische 50. Armee trotz fast vollständiger Einkreisung nicht aus ihren Stellungen gehebelt werden. Dann kam ein vernichtender Schlag für die Deutschen. Am 27. November brachte bei Kaschira ein furioser Angriff von gut ausgerüsteter sibirischer Infanterie, T-34-Panzern und Katjuscha-Raketenwerfern Guderians Truppen eine schwere und schockierende Niederlage bei. Während Guderians Angriff zunächst gestoppt und dann zerschlagen wurde, hatte die 4. Panzerarmee nach 10 Tagen kontinuierlicher, bitterer Kämpfe gut 30 Kilometer vor Moskau den Wolga-Kanal überqueren können und begann mit der Zangenbewegung um die Hauptstadt. Am 2. Dezember gelangte eine vorgeschobene Patrouille bis auf 25 Kilometer an den Kreml heran. Hitler und seine Generäle waren überzeugt, dass nur noch eine Riesenanstrengung nötig war, um den endgültigen Zusammenbruch des russischen Widerstandes zu erzwingen. Am 2. Dezember fegten die ersten Schneestürme des Winters über die deutschen Armeen vor Moskau. Eigentlich hätte der Krieg im Osten schon lange gewonnen sein sollen, und für solche Bedingungen war die Wehrmacht nicht gerüstet.
In der Nacht sollte die Temperatur bald bis auf minus 40 Grad oder noch tiefer sinken. Erfrierungen und Krankheit waren bereits für ebenso viele deutsche Verluste verantwortlich wie die unablässigen sowjetischen Gegenangriffe. Die letzten drei Wochen hatten 155.000 Tote und Verwundete gekostet. Die Mannschaftsstärke der Infanteriedivisionen war auf 50% des Solls gefallen. Die bittere Kälte richtete bei Waffen und Fahrzeugen schwere Schäden an. Geschütze versagten, weil der Rückstoßmechanismus einfror. Und die Motoren mussten alle 4 Stunden angeworfen werden, was den Verbrauch des ohnehin verzweifelt knappen Treibstoffs noch zusätzlich erhöhte. Am beunruhigendsten war für Soldaten, die sich immer auf Luftunterstützung hatten verlassen können, dass die eigene Luftwaffe allzu häufig am Boden festsaß, während die rote Luftwaffe täglich aktiver zu werden schien. Am 1. Dezember hatte die deutsche 4. Armee in der Mitte eine letzte Riesenanstrengung unternommen, um die vor Moskau noch verbleibenden Verteidigungskräfte zu zerschlagen. Alles hing davon ab, ob die Sowjets noch Reserven hatten. Seit Wochen hatte Stalin Dschukow aber Verstärkungen vorenthalten, während er immer stärker werdende Reserveverbände zurückhielt, darunter die Masse der sibirischen Divisionen und ihre Panzer. Die Zahl der Verteidiger war jetzt auf über 500.000 gewachsen. Am 5. Dezember warf Dschukow die Reserven in einen gewaltigen Gegenangriff. Die sowjetische Offensive brach auf einer 1000 Kilometer langen Front los. Für die Deutschen, die auf ihre eigene Offensive ihre letzten Kraftreserven verwandt hatten, war dies ein schrecklicher Schock. Entlang der gesamten Offensivfront wurden die deutschen Großverbände in Tausende von isolierten Einheiten zerschlagen, die verzweifelt um ihr Leben kämpften. Die Schlacht um Moskau war verloren. Und mit ihr hatte die deutsche Wehrmacht auch die Schlacht um Russland verloren. Obwohl die Sowjets stark genug waren, die Deutschen von den Toren Moskaus zu vertreiben und 11.000 Städte und Dörfer zu befreien, waren sie noch lange nicht in der Lage, den Invasoren eine entscheidende Niederlage beizubringen. Eine zweite Gegenoffensive im Januar lief sich vor einer neuerlich gefestigten Verteidigungslinie fest, die sich immer noch tief in der Sowjetunion erstreckte. Die Schlacht um Russland hatte die Wehrmacht 250.000 Tote, 500.000 Verwundete und die meisten ihrer Panzer gekostet. Hitler entließ 2 Feldmarschälle und 35 Generäle. Aber auch das konnte nichts an dem Schicksal ändern, das nun unausweichlich auf Deutschland zukam. Neue Öl- und Rohstoffquellen waren nicht gewonnen worden. Und die Wehrmacht war in einen Zweifrontenkrieg verwickelt. Am schlimmsten war, dass Amerika im Dezember nach Hitlers Kriegserklärung auch zum Gegner geworden war. Hitler stand nun vor dem Problem, das er von Anfang an hatte unbedingt vermeiden wollen. Die Sowjetunion, Großbritannien und die Vereinigten Staaten in einer Allianz, die Deutschland nie besiegen konnte.